Heute wollte ich erzählen, wie der Kindergartenstart für beide Kinder jetzt am war. Und zwar ist die Elena wieder in den Kindergarten gekommen, die war jetzt ein halbes Jahr zu Hause. Und die Emily ist das erste Mal in den Kindergarten gekommen. Und ja, beide haben auch eigentlich zu Hause sehr oft gesagt, dass sie lieber in den Kindergarten gehen wollen. Sie wollen Freunde treffen, was durch die Corona-Zeit jetzt nicht gegangen ist. Wir waren 6 Monate nicht nur zu Hause, aber wir waren, ich glaube, 3 Monate vollkommen zu Hause. Und dann haben wir uns schon wieder mit Freunden getroffen. Aber Kindergarten habe ich beide Kinder trotzdem nicht lassen gehen, weil ich mir gedacht habe, muss nicht sein, erst im September, wenn die Elena ihr Pflichtjahr beginnen muss. Genau. Und ja, wir haben den Frühling und wir haben den Sommer richtig genossen. Und ja, zu dritt war es dann natürlich noch einmal schöner. Die Kinder haben sich so gefreut über den Rick, weil ihr das Jahr schwanger war und der Rick auf die Welt gekommen ist. Genau. Und ja, jetzt haben sie ein bisschen länger wie vor einem Monat wieder in den Kindergarten gehen müssen, aber sie haben sich sehr gefreut. Sie sind noch immer total happy und gehen total gerne in den Kindergarten. Es gibt keine Meckerei. Natürlich, das Anziehen in der Früh und das Munterwerden ist schwierig, aber es ist nicht, dass sie nicht in den Kindergarten gehen wollten. Sie sind einfach nur schwierig in der Früh, weil sie eben müde sein noch, wie wir alle. Ich bin auch am Morgenmuffel. Ja, die Elena zieht sich eigentlich allein an und freut sich schon immer voll auf den Kindergarten. Die ist natürlich auch ein bisschen verschlafen. Die Emily, die ist richtig verschlafen. Die ist auch voll am Morgenmuffel. Ja, aber genau. Es hat eigentlich noch nie Probleme gegeben, dass sie nicht in den Kindergarten... Nein, doch, Blödsinn. Einmal an Tag hat es ein Problem gegeben. Da wollte sie nicht aufstehen oder wollte die Emily im Bett bleiben und weiter schlafen. Genau. Aber wo die Elena dann munter war, wollte sie natürlich auch sofort in den Kindergarten. Also sie wollte dann trotzdem in den Kindergarten. Ja, so war bei uns jetzt der Neustart. Sie freuen sich jetzt an jeden Tag zum Kindergarten gehen und ich habe sie jetzt auch gefragt, weil die Situation mit Corona jetzt ja wieder ein bisschen intensiver wird und es werden immer mehr Fälle. Habe ich sie ja schon beide gefragt, ob sie vielleicht Lust haben, lieber zu Hause zu bleiben. Am Wochenende habe ich sie das gefragt und sie wollen es nicht. Sie wollen in den Kindergarten, sie wollen ihre besten Freundinnen und Freunde sehen. Ja. Und sie erzählen ja immer, mit wem sie spielen und man hört die ganze Zeit, wie, was und sie freuen sich halt und sie sind so glücklich im Kindergarten. Deswegen habe ich mich entschlossen, sie dieses Mal im Kindergarten zu lassen, sofern nicht die Kindergärten gesperrt werden oder irgendein Ausbruch ist natürlich. Aber sofern es noch möglich ist, werde ich sie dabei noch im Kindergarten lassen, einfach weil sie es wollen. Wir haben aber den sozialen Kontakt jetzt dafür ein bisschen reduziert. Ja, ich gehe jetzt auch nicht mit Rick irgendwo hin. Irgendwo in die Stadt, also das habe ich jetzt einmal gemacht, aber jetzt, daher das so eskaliert, mache ich das jetzt auch nicht mehr, also wir schauen jetzt, dass wir trotzdem eher weniger Leute treffen, aber die zwei dürfen noch in den Kindergarten gehen, weil sie das einfach so gern machen. Genau. Ich muss sagen, am Anfang war es ein bisschen schwierig mit der Jause, weil ich nicht gewusst habe, was es dann geben soll. Sie haben am Anfang immer ein bisschen umgejammert und die haben mir jetzt dann auch entschlossen, einfach die Jause selbst zu machen. Ich entscheide, was reinkommt, sie kriegen einmal ein bekanntes Brot, einmal eins mit selbstgemachter Marmelade drinnen und dann gibt es immer entweder ja, so Salami-Sticks rein oder Joghurt oder so irgendwas und irgendein Obst. Ja, das ist so unser Dings. Gemüse gebe ich dann eigentlich keins mit. Ich habe ein paar Mal Karotte mitgegeben, die habe ich immer wieder zurückgekriegt. Zwei noch einmal Gurke probieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Gurke essen. Allerdings im Kindergarten schneiden sie öfters einmal eine Gurke auf und da essen sie es ganz gern. Vielleicht werde ich das trotzdem mal probieren. Ja. Vielleicht essen sie aber dann einfach das Obst, was ich mitgebe, deswegen nicht, weil das Gemüse deswegen nicht, weil sie genug im Kindergarten haben. Ja. Obst essen sie allerdings sehr gern. Wir haben jetzt auch die Birnenernte gehabt, deswegen habe ich sie dann ein paar Mal Birne mitgegeben. Ja, mal schauen, wie lange wir mit der Ernte auskommen, denn ich habe die jetzt schon eingebindet im Keller. Aber ich glaube, das werden die nicht lange überleben, die Birnen. Ich nehme jeden Tag immer wieder ein paar raus, lieber sie aufschneide oder isst oder verkochen will jetzt die restlichen. Also ich habe jetzt dann auch schon, was habe ich gemacht? Kompott und ich habe Mousse draus gemacht, Birnenmousse. Und jetzt überlege ich mir auch, dass ich das Birnenmousse vielleicht mit den restlichen Abbirnenmousse mache und sie dann das dann so in kleine Becherchen mitgebe. Genau, statt Joghurt dann. Ja, und sonst gibt es eigentlich gar nichts, was man bei uns über den Kindergartenstart sagen kann. Die Kinder waren beide voll begeistert. Ja, und sie reden eigentlich nie was Schlechtes über den Kindergarten. Noch einmal hat die Emily jemand vom Wohntag geschupft. Aber das passiert halt, das ist glaube ich ganz normal.
Das passiert zu Hause auch, dass irgendwas passiert, also dass irgendwie irgendjemand jemand drunter schupft. Ganz ehrlich, meine Kinder sind keine Engel. Es passiert immer irgendwas. Aber gerade dann, wenn sie so, meistens so um 4 Uhr, wenn sie gerade so müde werden und einfach alle so, weiß nicht, dann werden sie auch einmal müde und krantig. Und da weiß ich schon, okay, jetzt fangen wir an zum Kochen, dass wir ungefähr um 6 Uhr fertig sein mit allen. Und dann bringe ich sie ins Bett, dass sie ungefähr so um 7 Uhr schlafen. Genau, das kann ich auch noch sagen. Um 7 Uhr bringen wir jetzt meistens die Kinder ins Bett, zwischen 7 Uhr und 8 Uhr. Meistens, also bis 8 Uhr sollten sie im Bett sein, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und um 6 Uhr wecken wir sie auf. Um 6 Uhr geht mein Wecker. Und dann gehe ich rauf, mache die Jalousien auf, was im Moment total idiotisch ist, weil sowieso noch keine Sonne ist. Dann mache ich das Licht ein, dann ringen sich meine Kinder ganz gerne einmal auf, dass das Licht zu hell ist. Dann schalte ich das Licht im Zimmer aus, schalte es im Vorhaus ein. Und ja, dann gebe ich der Elena das an, die sieht sich selbst an, die Emily. Manchmal ich, manchmal sieht sie sich selbst an. Ganz, ganz ehrlich, manchmal mache ich so, dass sie am Vortag sind dann schon, also am Vortag müssen sie sowieso jeden Abend frische Unterhose, frisches Unterleibel anziehen, was sowieso den ganzen Tag anbleibt. Also das bleibt 24 Stunden bei uns an. Aber die Hose ziehen wir normalerweise die Schlafsachen aus. Jetzt dann habe ich mir aber manchmal, wenn ich schon merke, es ist jetzt schon 8 im Endeffekt, schon knapp 8, dass ich dann einfach nur die Hose für den nächsten Tag schon direkt anziehe, also die Leggings. Weil sie kriegen sowieso jeden Tag eine frische Hose und wenn es eine Leggings ist, dann ziehe ich sie dann vorher an. Wenn es jetzt natürlich eine Jeans ist, die was ich sie dann am nächsten Tag anziehen will, oder eine Korthose, dann natürlich nicht, ne? Das ist unangenehm zum Schlafen, aber Leggings, damit schlafen sie eigentlich gern. Socken, kriegen sie eh die Schlafsocken an, die ziehen sie dann schnell in der Früh um, das geht ja. Nur bei den Hosen machen sie manchmal Theater. Ich weiß nicht wieso. Leibel geht auch ganz schnell ein- und an- und ausziehen, also aus- und anziehen. So. Genau. Ich glaube, das war jetzt ein alles rund um den Kindergarten. Gibt es noch irgendwas? Na, eigentlich gibt es gar nichts mehr, oder? Habe jetzt irgendwas vergessen? Ja, genau, die Aktivitäten sind jetzt dann, glaube ich, gestrichen worden. Ich glaube, es gibt keine Musik mehr und es gibt kein Englisch mehr im Kindergarten. Das hat es vorher gegeben und die Elena ist Musik gegangen. Wir haben uns gegen Englisch entschieden, weil sie sich manchmal in der deutschen Sprache noch ein bisschen schwer tut. Na, aber sie verwechselt manchmal Buchstaben, deswegen haben wir gesagt, na, wir werden sie jetzt nicht extra in Englisch schicken. Schauen wir mal, dass sie das gut kann und vielleicht kommt sie bei Musik ein bisschen runter und kann sich ein bisschen beruhigen. Weil sie doch ein bisschen extrem aktiv ist. Ja. Und eigentlich wollten wir sie jetzt an Englisch geben, beide Kinder. Ja, aber daraus wurde jetzt leider nichts. Weil es jetzt eben geschlossen ist. Ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich vielleicht mit den Kindern noch irgendeine weitere Aktivität in der Freizeit machen sollte dafür, dass sie das eben auch haben. Also dass sie dann irgendwas so anbietet, aber es ist einfach dann zu stressig. Ich will ja auch noch was von meinen Kindern haben. Ich will sie nicht von einer Sache zur anderen führen. Ich will ja von meinen Kindern auch was haben. Wir müssen ja mit den Hunden spazieren gehen. Wir tun draußen im Garten immer wieder Sachen ansetzen. Wir spazieren gehen, wir gehen eigentlich, wir machen viel mit den Kindern. Also wenn wir unterwegs sind, ja, jetzt wollen wir dann auch noch ins Heimbad gehen oder in die Therme und so eine Sachen. Und das geht sich sonst einfach zeitlich kaum mehr aus, wisst ihr, wie man. Weil der Kindergarten schon so sehr zeitintensiv ist, weil sie ja den ganzen Tag drinnen bleiben wollen. Weil wenn man meine werten Kinder zu früh abholt, dann regen sie sich nämlich auf, weil sie noch spielen wollen. Immer so gedacht, dass die Kinder sich eher aufregen werden, weil wir sie so lang reingeben. Aber die wollen einfach im Kindergarten bleiben. Die wollen im Kindergarten bleiben. Die lieben es einfach mit ihren Freundinnen zum Spielen. Am liebsten hätten sie ja noch am Wochenende die Kinder bei sich daheim, also bei uns daheim jetzt dann. Ja. Es ist schwierig, sie lieben das einfach. Sie brauchen dieses soziale Leben extrem. Vielleicht war jetzt dann durch Corona, weil sie gar keins gehabt haben, dass sie das jetzt dann noch extremer brauchen. Ja, weil die Elena, die hat sich gefreut, wenn man sie ein paar Stunden früher vom Kindergarten abgeholt hat, wo sie allein im Kindergarten war. Aber jetzt dann, ja, besser unter Leid sein. Aber wenn wir jetzt dann rausgehen, ja, sie sind einfach gern unter Leid. Sie freuen sich immer, wenn jemand auf Besuch kommt und das ist sowieso schon vorher so gewesen, ja. Aber jetzt ist es noch um einiges extremer. Genau, und ich muss jetzt dann immer die Kinder ein bisschen zügeln und sagen, die Leute bitte nicht die Hand geben, bitte nicht auf sie draufhupfen oder so. Also, kennen Sie das? Kinder umarmen, Kinder wollen Bussi geben, Kinder wollen einfach in Arm genommen werden die ganze Zeit und das sind dann jetzt dann ein bisschen nahe zu bringen, dass sie das nicht bei jedem machen sollen, sondern nur bei Leuten, wo man weiß, die wollen das auch. Zum Beispiel bei Oma und Opa. Ja, aber nicht bei irgendjemandem. Und meine Kinder sind halt auch so, dass sie
sehr freundlich sein, sehr lieb und nett und auch gern mit Menschen reden. Und man muss ihnen das dann erzählen, dass sie nicht jedem die Hand geben dürfen, sondern nur reden und auch mit Abstand reden. Ja, der Babyelefant. Aber das sage ich sie dann gar nicht. Ich sage sie dann immer, sie sollen immer einen Schritt hintergehen, das reicht dann. Wenn derjenige auch noch einen Schritt hintergeht, dann passt das nämlich auch. Genau, einfach jeder einen Schritt hintergehen und dann passt schon. Genau. Und bei den Eltern müssen wir jetzt sowieso anfangen, die wird jetzt dann im Dezember, dann 6 Jahre, da müssen wir dann die ersten Mundschutzmasken basteln. Auf das freue ich mich schon. Vielleicht werde ich darüber ein Video machen. Habt ihr da Lust, ein Video darüber zu sehen, wie unsere Mundschütze dann ausschauen? Ich habe ja auch ein paar gemacht, aber die sind wirklich nicht schön. Aber für die Kinder würde ich so eine mit Pailletten und sowas machen. Und auch selber gemacht, also ich würde mit den Kindern selber machen. Ich würde mit denen reden, was sie drauf haben wollen. Ob sie haben schon gesagt, Meerjungfrauen wollen sie drauf haben. Oder Einhörner. Oder Paw Patrol. Wie jedes Kind wahrscheinlich. Ja, genau. So, und das war es jetzt auch wieder. Dann habe ich euch genug erzählt vom Kindergarten und ein bisschen rundherum erzählt. Seit am neuesten Stand, wie es bei uns ausschaut, bei Kindergarten. Ja, weil mir auch ein paar Leute gefragt haben, ob die Kinder jetzt schon in den Kindergarten gehen oder wie das jetzt ausschaut. Und ja, die Kinder gehen in den Kindergarten seit September. Genau. So, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, bei euch ist schöneres Wetter wie bei mir. Bis dahin, vielen Dank.